dreckiger. Wenn es sein muss, werde ich hässlicher. Mach's auf Gangster, doch ist zierlicher. Mach die Fassen nicker, schießlicher. Mach die Fassen nicker, knackiger. Was geht ab, YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem Video für euch. Und zwar heute mal ein bisschen Real Talk, weil mir so wieder einiges auf dem Herzen liegt. Ja, es gibt einige Dinge, die ich ansprechen wollte, wie zum Beispiel mein Netzwerk. Das habe ich in einem meiner letzten Videos ja angesprochen. Ich bin extrem unzufrieden mit meinem Netzwerk. Ich weiß nicht, der Support, ich habe zwar einen Ansprechpartner, aber da meldet sich kaum einer. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, dass ich das jetzt hier im Video sage, aber ich habe von dieser Person zuletzt am 8. Mai eine Nachricht bekommen. Dann habe ich am 8. Mai zurückgeschrieben. Dann habe ich am 16. Mai nochmal geschrieben. Am 29. Mai habe ich nochmal geschrieben. Und jetzt den Donnerstag, also letzten Donnerstag. Und ich habe bis heute noch keine Nachricht bekommen. Also ich weiß nicht, was das für ein Support ist. Einen Monat schon und keine Antwort. Es ärgert mich und es liegt halt daran, ich habe gekündigt in dem Netzwerk und ich möchte halt komplett selbst mit meinem YouTube-Kanal die Sachen regeln und alles machen, aber ja, das Netzwerk steht mir dann im Weg. Ich weiß nicht, wann jetzt meine Kündigung sozusagen abläuft oder wann meine Kündigung eintritt, weil ich ja gekündigt habe in diesem Netzwerk. Ich weiß nicht, wann das Ganze geschieht und das, ja, nervt mich ein bisschen. Also das macht mir ein bisschen schlechte Laune. Dann habe ich auch keinen Bock, ein neues Video zu machen, weil ich mir so denke, sobald ich meinen YouTube-Kanal angucke, habe ich mir dieses Netzwerk im Kopf und dann habe ich extrem schlechte Laune und das nervt mich in letzter Zeit und ja, zieht mich so ein bisschen zurück. Deswegen kommen auch ein bisschen seltener Videos zurzeit. Dann, GTA, also ich weiß nicht, GTA ist jetzt mittlerweile schon einige Jahre alt und kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel spielt und irgendwann mit der Zeit keine Lust mehr auf dieses Spiel habt? Also, ich quäl mich manchmal auch, GTA-Videos zu machen, weil ich einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel habe allgemein. So, okay, jetzt kam ein neues Update raus, das Gunrunning DLC, das hat man natürlich auch wieder gespielt, hat man sich angeschaut, fand man sehr gut, aber mit der Zeit hat man dann wieder keine Lust. Ich weiß nicht, also noch schwierig ist, aber ich bin mir sicher, dass ich in einigen Tagen sagen werde, okay, jetzt habe ich auch alles gesehen, dann habe ich doch keine Lust mehr. Und ich kann mich auch nicht wirklich dazu quälen, das Spiel weiterhin zu spielen, weil mich das einfach nur noch nervt. Mir ist aufgefallen, dass euch immer diese Infovideos sehr gefallen, wie zum Beispiel, wenn ich über das Gunrunning DLC spreche, über den Duke of Death, als er damals kommen sollte, oder über alle anderen Dinge, so zum Beispiel so ein Anti-Cheat-System oder irgendwas anderes. Da sehe ich immer, dass ihr das Video wirklich sehr, sehr oft anklickt, also da kommen bis zu 2000 Klicks oder 3000 Klicks, finde ich auch sehr schön, also Dankeschön nochmal dafür. Aber was mich dann immer dann stört, ist, wenn ich ein Video mache, was wirklich aufwendig ist, wo ich mir dann wieder nochmal Mühe gegeben habe und es ein GTA-Video ist, dass da dann nur noch 200 Klicks kommen, einfach nur, weil es kein Clickbait-Titel ist, wie zum Beispiel neues Cheat-System oder neues Update, neues DLC oder sonst irgendwas. Und ja, dann frage ich mich immer so, die Zuschauer beschweren sich immer darüber, dass die Videos immer einfacher werden, man gibt sich keine Mühe mehr dafür. Aber wenn man sich da mal wirklich Mühe gibt für dieses Video, dann wird es kaum angeklickt. Okay, es ist zwar nicht jedermanns Sache und ich kann es auch komplett verstehen, dass nicht jeder dieses Video dann feiert, aber ich finde es dann doch schade, wenn das dann so wenig Klicks macht. Das heißt jetzt nicht, dass es einfach nur um die Klicks geht. Es geht einfach nur darum, dass man für ein Video, wo man sich weniger Mühe gegeben hat, mehr Klicks bekommt als für das Video, wo man sich extrem viel Mühe gegeben hat und da einfach kaum Klicks macht. Ich habe auch Bock, mal einfach meinen Alltag zu filmen. Ich bin jeden Freitag auf so einem Tank, also bei so einem Tuning-Treff. Da gibt es echt extrem geile Autos, aber ich denke mir mal so, okay, wenn ich da jetzt filmen würde, dann würde sich das eh keiner angucken von meinen Zuschauern. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass meine Zuschauer immer nur GTA sehen wollen und dann in die Kommentare auch schreiben, nein, wir wollen kein FIFA-Video oder CSGO-Video, einfach weil es ein GTA-Kanal ist. Aber das ist ja nicht Sendersache. Ich meine, ein YouTube-Kanal ist ja mehr als nur ein Thema. Es gibt viele Beispiele, aber ich finde, meine Zuschauer sind immer so ein bisschen, die schränken sich so selber ein und sagen, nee, du darfst nur GTA-Videos machen, was anderes darf nicht kommen und alles. Und das stört mich so ein bisschen. Jetzt möchte ich einfach mal eure Meinung wissen oder eure Meinung hören. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das ist wirklich eine Bitte. Macht es wirklich. Schreibt mal in die Kommentare, warum ihr keine anderen Videos sehen möchtet. Oder wenn ihr andere Videos sehen möchtet, dann schreibt einfach mal ja. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn nicht, dann schreibt wirklich mal eure Meinung in die Kommentare, warum ihr der Meinung seid und warum ihr da so drüber denkt. Würde mich auf jeden Fall freuen, dann bedanke ich mich auch auf jeden Fall. Und ja, das waren so Dinge, die ich loswerden wollte, weil ich euch ja auch auf dem Laufenden halten möchte von meinem YouTube-Kanal. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Video, sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.